hier stehen können. Die Geschichte Libyens ist eng mit der Geschichte Syriens verknüpft. Wir erinnern uns an die panarabische Bewegung vor über 30 Jahren, als Libyen zusammen mit Syrien und Ägypten versuchte, eine arabische Einheit unter einer Flagge herzustellen. Diese Versuche scheiterten jedoch leider. Als 1986 die Hauptstadt Libyens von den Vereinigten Staaten bombardiert wurde, sollte dies auch ein Zeichen nach Hafez al-Assad sein. Als der terroristische Anschlag auf ein englisches Verkehrsflugzeug, auch bekannt als Lockerbie-Bombing, stattfand, versuchten die Imperialisten, dies in einem politischen Verfahren Libyen oder Syrien anzuhängen. Heute wissen wir, dass diese Anschuldigungen sich nicht bewahrheitet haben, aber sie wurden niemals widerrufen. Und auch heute ähneln sich die Schicksale dieser beiden Länder. Die bewaffneten Kämpfe in Libyen und Syrien begannen zur gleichen Zeit, gehen von ähnlichen terroristischen Vereinigungen aus. Teilweise kämpfen sogar erwiesenermaßen Rebellen aus Libyen heute in Syrien. Beide Bewegungen, diese Bewegungen der Rebellen, werden vom Westen finanziert und bewaffnet. Der Westen geht über Leichen. In Libyen schickt die Europäischen und US-Imperialisten die NATO, um die demokratische Volksregierung unter Gaddafi zu stürzen und ein Marionettenregime genannt SEC zu etablieren. Durch den NATO-Einsatz und Kämpfe mit den Rebellen starben mehr als 60.000 Menschen. Die NATO verübte zahllose Kriegsverbrechen in Libyen. Dazu gehören vom ersten Tag an ein Bruch der UN-Resolution unter deren Mandat, die nach Libyen geschickt wurde. Verstöße gegen die Genfer Konvention, wie die Verwendung von verbotenen weißen Phosphorbomben, die Bombardierung von zivilen Nachrichtensendern und die massive Bombardierung der Zivilbevölkerung. Und letztendlich die illegale Ermordung der Daten. Es wird Zeit, dass die NATO endlich für die begangenen Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen wird. Die NATO muss endlich aufgelöst werden. Nie wieder NATO, nie wieder Krieg! Gegen diese Sachen aus
selbst wenn die Imperialisten es wagen sollten, auf Syrien anzugreifen. Die Erfahrungen in Libyen werden sie lernen, dass der Krieg niemals sein.